Hallo, guten Tag, mein Name ist Aishkan. Einige von euch, die mit mir Deutsch gelernt haben, haben mich gefragt, ob ich auch Persisch unterrichten kann. Und die Antwort ist ja. Und ich versuche ein paar Lektionen aufzunehmen und hochzuladen. Und wenn es Ihnen gefällt, werde ich weitere Lektionen machen. Das ist Lektion 1. Ders yek. Ders heißt Lektion. So, an allererster Stelle muss man wissen, wie man Hallo sagt. Hallo in Farsi oder manchmal sagt man Farsi, manchmal sagt man Parsi und manchmal Persisch. Also alle diese drei Wörter können verwendet werden. Normalerweise richtig ist meiner Meinung nach Parsi. Und das ist, diese Version wird auch oft benutzt, Farsi. Das F hier kommt aus dem Arabischen. Und das ist eigentlich P gewesen, also Parsi, und mit der Zeit ist es Farsi geworden. Und also wie gesagt, alles okay. An allererster Stelle, wie sagt man Hallo? Hallo heißt Salam. 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 So, Sie kennen das Wort wahrscheinlich aus den Arabischen, Salamun Alaikum oder sowas. Und das ist ganz wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen A und A. Das ist A, A. Der Mund wird hier in diesem Fall ein bisschen breiter. A, waagerecht breiter. Und das ist A, A. Der Mund wird vertikal breiter. Das heißt, die Lippen gehen auseinander. A. So. Salam, Salam. Manche Leute sagen Durud. Aber erstmal, das wird öfter verwendet, das Wort hier, Salam. Aber ich möchte das eigentlich das unterrichten, was am meisten gebraucht wird, momentan. Salam. So, Mama. Mama heißt Maman. Maman kommt aus Französischen. Maman. Wie du siehst, das ist A. So, Mann. Du kennst das Mann, das ist so schwer. Mann. Der Unterschied ist wichtig, das ist A. Sa, ma, man. Man heißt ich. Auf Deutsch sagt man Sarah oder mit H oder ohne H. Sarah, S. Aber in Farsi wir sagen se, sa, ra, ra, re. Wie Italienisch, re. Ist nicht re, ist re. Sa, ra, sa. A, Sala, Mama, Sa, Ra, Sara. So, S wird immer Se ausgesprochen und nicht Se. Okay? Zum Beispiel, Simin. That's Si, Min, Si. Okay? Si, Simin. Amir, kennst du wahrscheinlich den Namen? Vielleicht. Amir. Ist das A oder A? Das ist richtig. Das ist A. Amir. Man. A. A. Man heißt ich. Salam heißt Hallo. Man kann auch anstatt Guten Tag Salam sagen. Salam kannst du immer verwenden, egal welche Uhrzeit. Immer Salam, Salam, Salam. Man heißt so. So, lass uns dieses Wort aussprechen. Das ist He. Ha. Ist das A oder A? Das ist A. Wie Ma. Wie Sa. Ha. Hast. Hast. So. Bin. Bin heißt Hast plus Am. Wie du siehst, das ist Mann, heißt ich und hat ein Me. Und ein A. Und has plus A und me am heißt bin. Also, ich bin heißt man hastam. Man, ich, hast,
das ist eigentlich der unveränderte Teil. Zum Beispiel, wenn ich du bist oder sie sind, dieses hast bleibt unverändert. Alles, was wir ändern, ist diese Endung am. Wenn wir sie sagen, sie sind, has plus id bedeutet. So, in diesem Fall, man hastam heißt, ich bin. So, bin hastam. Ich bin man hastam. Und du sagst, ich bin Sarah, ich bin Stefan, ich bin Simin. In Farsi oder in Parsi oder in Persisch musst du immer das Verb am Ende schreiben. Das heißt, man Sarah hastam. Ich bin Sarah. Ohne H. In Farsi ist normalerweise ohne H. So, wir müssen hier nur A schreiben. Das ist A. Das ist has, ha, a, tam, a. Beides A. Okay, ich bin Ashkan. Man Ashkan hastam. Salam. Man Ashkan hastam. Jetzt versuch mal zu sagen, hallo, ich bin und dein Name. Einfach unter dem Video kommentieren, damit wir wissen, wer du bist. Und wir werden uns im nächsten Video sehen. Chodafes. Auf Wiedersehen. Chodafes.